Hi. Hallo Freundin des guten Geschmacks. Ich weiß, wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen und es tut mir wirklich leid, dass es so ist, wie es ist. Aber I'm back, ich bin wieder da und ich freue mich sehr darüber, weil ich euch mit Freude verkünden kann, dass ich die aktuelle Princess Charming Staffel Nummer 2 kommentieren, analysieren und mit euch zusammen anschauen werde. Ich habe mich wirklich das ganze Jahr darüber gefreut. Wisst ihr noch, wie traurig ich letztes Jahr war, dass es zu Ende ist? Och Manno. Ich freue mich so sehr, dass wir heute sogar Folge 1 und 2 gemeinsam kommentieren, einfach weil ich die letzten zwei Wochen alleine auf Reisen in Italien war. Das allererste Mal, by the way. Und ich hatte ja auch so einige Monate vorher angekündigt, dass ich gerade noch nicht so richtig weiß, wohin mit mir und struggle. Und tatsächlich habe ich auch mein Puzzleteil gefunden. Dazu gibt es aber wann anders vielleicht mal ein Video. Aber jetzt starten wir mit Princess Charming. Und natürlich wird der Algorithmus mich hassen, weil ich so lange ihn nicht gefüttert habe. Ist wie wenn man seinen Tamagotchi einfach sehr lange nicht füttert. Dann ist er auch richtig abgefuckt auf einen. Und wenn man Pech hat, stirbt er. Was ich damit eigentlich nur sagen will, wenn ihr das, was ihr seht hier, mögt, dann zeigt mir das gerne mit Däumchen nach oben, Kommentaren. Und natürlich dürft ihr auch abonnieren. Das würde dem Algorithmus zumindest sagen. Die Alte hat zwar sehr lange nichts mehr hochgeladen, aber scheinbar kommt da jetzt wieder was. Und die Menschen mögen es vielleicht ein bisschen. Da wäre ich euch sehr, sehr dankbar. Und dafür bekommt ihr auch eine Ladung Videos die nächsten Wochen. Promise. Wie immer könnt ihr die ganzen Folgen natürlich auch auf RTL Plus noch komplett anschauen. Ich kann euch sagen, dass in den ersten beiden Folgen alles dabei ist. Es wird auf alle Fälle über Sex geredet, über die Liebe natürlich auch. Und es gibt ganz, kritische Vorfälle, nenne ich es jetzt einfach mal, die wir alle besprechen werden. I do my hair. Es geht wieder los. Hat die nicht gesagt, die Kommentatorin? Es geht wieder los. Das haben die jetzt übernommen, ne? Das finde ich super. Also Leute, es geht wieder los. Unter der griechischen Sonne machen sich die Kandidatinnen auf den Weg in die Villa. Wird eine von ihnen das Herz der Princess erobern? Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich bin hyped. Ich bin Paula, ich bin 27 Jahre alt. Es gibt natürlich dieses klassische Klischee, also dieses stereotype Bild von lesbischen Frauen. Und ich glaube, das widerlege ich ganz gut. Diese Stereotype gehen mir so hart auf die Eierstöcke, Leute. Man kann anhand der Optik nicht erkennen, welche Sexualität ein Mensch hat. Es gibt ein Gay da oder ein Queer da oder ein Bi da. Da hat man ein Gefühl dafür. Aber das hat meistens nichts mit der Optik an sich zu tun. Das Problem ist dabei vielleicht, dass nicht jede Frau erkennt, dass ich auf Frauen stehe. Ich weiß ganz genau, was sie meint. Sie ist ja vom Typ eher gesellschaftlich gesehen feminin. Und bei femininen Frauen geht man prinzipiell davon aus, dass sie hetero sind. Ich finde Jördes, ich werde auch oft Strahli genannt oder Strahlemann oder irgendwie Sunshine. Bei Jördes bin ich mir jetzt unsicher, weil sie Strahlemann sagt. Ich muss jetzt mal nachgucken, weil sie ja als sie vorgestellt wurde, aber vielleicht ist ja gar nicht sie. Strahlemann. Wieso google ich jetzt Strahlemann? Bin ich eigentlich vollkommen... Oh, mein Hirn, ne? Ihr Instagram-Account. Was sagt sie denn? Call me whatever you wanna call me, as long as you call me. Ah, okay. Also ist es ihr egal. Früher war ich total happy, wenn man mir das halt nicht sofort angesehen hat, dass ich auf Frauen stehe. Aber mittlerweile steht man viel mehr zu sich selbst und ich stehe viel mehr zu mir selbst. Und deswegen ist das alles cool. So, das war der Appetizer auf die Kandidatin. Aber kommen wir doch mal zu Princess. Ich bin Hannah, ich bin 28 Jahre alt, komme aus Hannover und ich bin die neue Princess Charming. Ja, was soll ich sagen, Leute? She hot. Ich glaube, dass man überall die große Liebe finden kann. Ich glaube, da gibt es keine feste Regelung dafür. Und deswegen glaube ich auch daran, dass man im Fernsehen die große Liebe finden kann. Und ich erhoffe es mir natürlich auch, dass das passieren wird. Ja, völlig plausible Erklärung, bin ich d'accord mit. Ich habe mich dazu entschieden, im Trockenbau eine Ausbildung zu machen, weil ich vorher schon mal so ein paar handwerkliche Sachen gemacht habe und daran Spaß hatte. Ja, Mann, I like. Stört es auch gar nicht, mit Männern zusammenzuarbeiten. Ich arbeite gerne mit Männern zusammen und komme mit denen auch super klar. Respekt davor. Momentan arbeite ich in der Projektleitung und leite Baustellen. Ich glaube, ich habe durch meinen Beruf sehr viel Toughheit, wenn ich das so sagen kann, bekommen. Und die RealisatorInnen am Set so. So, und jetzt dreht doch bitte mal hier die Scheibe durch. Das
ist tough halt, okay? Aber ich bin gleichzeitig auch ein sehr emotionaler Mensch. Meine sensible Seite zeige ich meistens dann, wenn es um Menschen geht, die mir sehr nahe stehen und die mir wichtig sind, wie meine Familie oder auch Freunde. Das kommt wahrscheinlich auch von meiner brasilianischen Seite. Die Brasilianer, die sind sehr emotionale Menschen. Also ich glaube nicht unbedingt, dass man emotionaler ist aufgrund der Tatsache, dass man die und die Wurzeln hat, sondern eher, dass vielleicht die Menschen dort die Emotionen eher rauslassen und das so leben, weil es dort einfach akzeptierter ist als zum Beispiel in Deutschland. In Deutschland möchten wir immer alles rational. Ja, ist voll cool, aber es ist auch voll cool, emotional zu sein. Also von daher, ich mag emotionale Menschen sehr gern. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Meine Mama, die kommt aus Brasilien, aus Rio, und mein Vater ist in Deutschland geboren. Mir gefällt Brasilien, mir gefällt die Kultur. Ich muss sagen, die Princess ist mir schon sympathisch. Das ist so eine coole. Und ich habe trotzdem das Gefühl, dass sie, wie sie schon sagte, warmherzig ist in den Momenten, wenn sie so nah ist einer Person, kann ich mir gut vorstellen. Und wisst ihr, welche Vibes ich habe? Ich sag's jetzt direkt, Leute. Ich habe Elsa-Vibes. Irgendwie, meine Gefühle spielen verrückt. Ich finde, sie ist vom Typ her Elsa total ähnlich. Also vom, weiß ich nicht, so dieses coole, ich will jetzt nicht sagen, sie ist wie Elsa, weil kein Mensch ist so wie eine andere Person, aber so, ich habe so Elsa-Vibes. So. Ich finde, sie wirkt so voll cool und lässig, aber gleichzeitig auch offen und so warm. Das finde ich eine sehr coole Mischung. Kommen wir zurück zu den Kandidatinnen, die ja auf dem Weg zur Villa sind. Seit wann bist du in Deutschland? 6 oder 7 Jahre. Und wieso bist du nach Deutschland gekommen? Ich war mit meiner Freundin im Feiern und gegen 6 Uhr morgens sind wir frühstücken gegangen. Dann kommt ihr Bruder, eine meiner Freundin, der sagt, hey, nächsten Samstag, ich fliege nach Deutschland, so 8 Monate Vertrag in eine Eskafé, die suchen noch eine Frau. Ich bin nach einer Woche mitgeflogen mit einem kleinen Koffer. Nach 6 Jahren bin ich immer noch hier. Geil. Krasse Nummer auf alle Fälle. Ich bin Maria, ich bin 30 Jahre alt, ich bin queer und ich komme aus Sardinien. In Sardinien ist es extrem schwer gewesen, queer zu sein, als in Deutschland. Das war extrem unmöglich für mich, mit einer Frau auf meiner Hand durch meine Stadt zu laufen. Ich kann es mir so richtig vorstellen, in Italien ist es, oder vor allem in den südlichen Bereichen Italiens. Ich habe dort leider auch kein einzig offen queeres Pärchen gesehen, tatsächlich, obwohl das ja ein europäisches Land ist. Und die fanden es auch super komisch, dass ich alleine als Frau gereist bin. Also, ja. Ich habe immer ein bisschen Problem gehabt, sexy zu sein oder provokativ zu sein, weil ich habe mich immer komisch gefühlt. Und ich habe gemerkt, wie viel Power ich fühle, wenn ich sowas ansehen. Und auch das kann ich so gut nachempfinden, dass man sich selber nicht so aufreizend anziehen möchte, weil man anderen nicht auf den Schlips treten möchte. Ich habe das auch total oft, tatsächlich. Ich plauder jetzt aus dem Nähkästchen, vielleicht ihr ja auch. Und wenn ich mich dann aber traue, fühle ich mich einfach wie eine Goddess. Also ich sag's, wie es ist. Wie lange bist du so Single? Sie ist ein Single. Ich bin seit 2,5 Jahren jetzt Single. Ja, schwierig. Ach Leute, es war Pandemie. Also wenn du jetzt nicht rumgetindert oder gebumbelt oder whatever hast, dann, keine Ahnung, oder irgendwie Glück hattest, das halt. Es war nicht so einfach zu daten. Von daher, alles entspannt, ja. Da war die Richtige, war noch nicht dabei. Irgendwie. Und du? Ich hatte noch nie eine richtige Beziehung. Also was ich mir unter Beziehungen vorstelle, habe ich noch nicht erlebt. Und ja, hoffen wir mal, dass es hier klappt, gell? Ja, ja, ich drücke die Däumchen auf alle Fälle. Ich bin Lena, 20 Jahre alt und komme aus Leverkusen. Ich selber label mich ja als pansexuell. Also ich liebe den Menschen und da ist der Rest egal. Ich bin mit 17 Jahren Mutter geworden und das war auf jeden Fall eine Herausforderung. Dieser Spagat zwischen Erwachsenwerden und schon Mama sein, das war dann immer täglich so die Challenge. Also ich finde, Mütter sind sowieso die krassesten Wesen auf der Erde. So. Mütter sind einfach krass, was sie leisten. Und wenn du so jung Mutter wirst, das ist heftig. Also ich glaube, da musst du zwangsläufig voll die krasse Persönlichkeitsentwicklung durchmachen, um dem Ganzen dann gewachsen zu sein. Respekt. Ich bin die Katharina,
Ich bin 30 Jahre alt, komme aus Köln und arbeite als Personalsachbearbeiterin in der Verwaltungsstelle der katholischen Kirche. Ich bin sehr religiös aufgewachsen, glaube allerdings, dass sich das nicht ausschließt, gläubig zu sein und trotzdem modern und queer zu sein. Beim Daten ist es immer ein Thema. Von wegen, wie würde es mir denn einfallen, für diesen Laden zu arbeiten, der mich selbst diskriminiert. Aber ich habe die ganz, ganz große Hoffnung, dass das besser wird irgendwann. Nee, ich finde auch nicht, dass gläubig sein und modern und queer zu sein sich nicht ausschließt. Aber die katholische Kirche und queer ist ja oftmals so ein bisschen schwierig zu vereinbaren für viele, glaube ich. Weil die einfach ja noch diskriminiert werden in der katholischen Kirche. Wie eigentlich alle dort, bis auf die Männer, die Hetero-Cis-Männer. Es ist eigentlich krass, wie die katholische Kirche so wertemäßig die Welt so beeinflusst hat, ne? Sorry, bin weggedriftet. Ich bin Sarah, 26 Jahre alt, komme aus Düsseldorf und bin Ärztin in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Ich habe direkt nach dem Abi mit dem Medizinstudium angefangen und dann habe ich noch neben Medizin einen Zweifach-Bachelor eben in Kunstgeschichte und Geschichte gemacht. Neben dem Medizinstudium habe ich noch zwei weitere Studiengänge abgeschlossen. Ganz locker flockig nebenbei. Ich würde es als effizient bezeichnen. Vielleicht auch einfach Genius oder so. Mein Plan ist später halt als ärztliche Psychotherapeutin besonders für LGBTQIA+-Personen da zu sein. Voll schön. Love it. Ich bin die Laura, ich bin 22 Jahre alt, ich komme aus München und ich bin Barkeeperin. Es ist immer eine Barkeeperin oder ein Barkeeper dabei bei solchen Sendungen, ne? Das ist so Standard. Aber ist eigentlich voll gut, weil die haben ja auch immer eine Bar. Wisst ihr Bescheid? Ich lieb's einfach, also Drinks zu shaken, das macht mir einfach Spaß. Ja, als Barkeeperin ist, glaube ich, ganz normal, dass man ab und zu Nummern zugesteckt bekommt. Die erinnert mich vom Typ her tatsächlich an Lou. So eine coole Socke irgendwie, so eine süße. Ja, Lou von der letzten Staffel. Ich bin Single seit eigentlich 22 Jahren, also schon immer. Genau, ja, ich hatte noch nie eine Beziehung. Ja, die ist ja auch noch jung. Ne? Ich bin Dora, ich bin 23, komme aus Köln. Köln! Und studiere Sonderpädagogik. Also vom ersten Blick muss ich sagen, that's my crush in dieser Staffel. Ich bin auch alleine glücklich und so. Ich glaube, das ist auch voll die wichtige Basis. Aber es ist auf jeden Fall, finde ich, schöner, das zu teilen und einfach gemeinsam Sachen zu erleben. Die ist mir sehr sympathisch, Leute. Ich hatte bisher öfters schon so Liebe auf den ersten Blick. Nicht nur einmal. Ich glaube ja nicht an Liebe auf den ersten Blick, nur Verknalltheit auf den ersten Blick. Aber vielleicht bin ich auch zu genau. Switchen wir wieder zurück zur Princess. Wir wollen natürlich noch mehr erfahren von Hannah. So richtig geoutet habe ich mich von meiner Familie nicht, so dass ich mich da hingesetzt habe und offiziell gesagt habe, ja, ich stehe auch auf Frauen. Sondern irgendwann hat meine Familie gemerkt, dass ich immer wieder mit Frauen nach Hause komme. Und dann war es auch irgendwann immer wieder dieselbe Frau. Und deswegen musste ich auch nicht irgendwie mich hinsetzen und jetzt direkt sagen, ja, ich stehe auf Frauen, sondern das ist dann einfach so gekommen. So sollte es eigentlich sein, finde ich. Aber ist es bei den meisten natürlich nicht. Aber voll schön, dass sie das so erleben durfte. Ich bin ein körperlicher Mensch. Ich brauche sehr viel Nähe. Ich mag es unglaublich gern zu kuscheln. Ich mag es gestreichelt zu werden. Ich mag es auch massiert zu werden oder zu massieren. Also ich mag es nur massiert zu werden. Meine Traumfrau macht aus, dass sie mit mir klarkommt als Mensch. Das ist mir natürlich sehr wichtig. Dass sie mit mir viel lachen kann, dass sie Humor hat, dass sie mich versteht. Eigentlich bin ich sehr offen für alle Typen, für Frauen und ich möchte gerne alle kennenlernen und möchte denen auch die Chance geben, dass sie mich kennenlernen können. Ich habe auch das Gefühl, je älter man wird, ja, ihr ahnt es, es kommt wieder eine Lebensweisheit, ein Glückskeksspruch. Nee, ich habe wirklich das Gefühl, je älter man wird, desto egaler wird das Aussehen. Oh mein Gott. Also, desto weniger festgefahren ist man auf einen Typ optisch gesehen. Also zumindest beobachte ich das nur bei meinem Freundeskreis und auch mir selbst. Ich muss ja auch ein bisschen was reinbringen, okay? Ich erhoffe mir natürlich, dass da eine auf jeden Fall mindestens dabei ist, die mir gefällt und der ich auch gefalle. Naja, Annika ist nicht dabei, ne? Grüße gehen raus an Annikation.
Ich hab Bock, ich glaub die nicht so auf mich, aber ich bewerbe mich trotzdem. Der Gedanke, von so vielen Frauen erobert zu werden, kann einen ein bisschen nervös machen auf jeden Fall. Und eigentlich bin ich immer in der Position, dass ich erobern muss bei den Frauen. Und das heißt, ich bin jetzt genau, es ist genau andersherum. Machen wir weiter mit den Kandidatinnen. Ich bin Taishia, ich bin 29, komme aus Köln. Köln ist halt die coolste Stadt Deutschlands. Arbeite als Tänzerin und in der Fitnessbranche. Nicht die schönste, aber die coolste. Ja, eine private Tanzstunde haben die Princess gerne von mir bekommen, ja. Ja, Tanzstunden bei Prince und Princess Charming. We love it. Mittlerweile sind die Kandidatinnen im Haus angekommen. Wie die Deutschen. Erstmal die Badematte, die Strandmatte ausbreiten. Das ist uns. Ja, die Heimanns, wie man sie kennt, ne? Ja. Das Glas war mir immer halb voll. Und ich schütte immer nach. Am liebsten Moe. Sie hat, finde ich, auch voll die krasse Ausstrahlung. Mein Name ist Caro, ich bin aus Leipzig und bin Unternehmerin. Aber ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass sie die FDP wählt, was okay ist. Aber wir sind hier bei einem Commentary. Das heißt, wir sind hier nicht subjektiv und wir sind hier auch nicht rational. Definitiv sehe ich mich als Karrieremensch. Ja, ich möchte definitiv auch erfolgreich werden im Leben. Aber scheiße, ich finde sie sympathisch. Ich habe immer gesagt, wir haben mit 30 Millionär. Also ich habe schon zu meiner besten Freundin gesagt, dass ich hoffentlich niemanden im Haus so attraktiv finde, dass es zu irgendwas kommen könnte. Schon so ankündigt, möchte ich A, dass sie erstmal drin bleibt im Haus und B, glaube ich, wird sie richtig aufmischen. Ich meine, wir sind hier bei Princess Charming, das kann alles passieren. Was sie sagt. Mein Name ist Vivian, ich bin 25 Jahre alt und ich komme aus dem kleinen schönen Velbert. Okay, cool, noch nie gehört. Ich bin Eileen, ich bin 29 Jahre, komme aus Berlin und bin Erzieherin. Ich glaube auf jeden Fall an die große Liebe, ja. Ich bin absolut romantisch, ja. Süß. Glaube aber, das passt nicht zur Princess, irgendwie. Aber wir müssen es sehen, wir müssen es sehen. Ich bin Diana Sasia und ich bin 25 Jahre alt. Also da sehe ich auf den ersten Blick, dass die aufmischen wird. Ich bin Bauer, also ich komme aus dem Allgäu. Ich habe seit, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal wirklich auf einer Party war. Okay, I love it. Ich habe auch tatsächlich noch nie eine Frau angesprochen, deswegen wird das schon eine große Herausforderung für mich. Echt, das hätte ich jetzt gar nicht so auf den ersten Blick gedacht. Ich dachte, die ist so richtig draufgängerisch. Zumindest wirkt sie so. Aber man kann ja auch einfach Leute fehleinschätzen, ne? Das hört sich total komisch an, wenn ich das so sage. Für die meisten Komplimente kriege ich für meinen Arsch oder sowas. Mensch, und da denke ich mir wieder, was haben die denn da für Fragen gestellt im Interview? In dieser Interviewsituation muss ja eine Person gewesen sein, die gefragt hat, für was kriegst du am meisten Komplimente? Dann hat sie vielleicht so gesagt, ja, für ihre Augen und bla. Und dann so, ja, vielleicht auch für ein anderes Körperteil, vielleicht auch für den Arsch. Und dann sagt sie das. Das hört sich total komisch an, wenn ich das so sage. Für die meisten Komplimente kriege ich für meinen Arsch oder sowas. So läuft das, Leute. Jetzt kommen wir auch schon zu den ersten Gesprächen. Es geht ums Outing. Ja, dass Leute sich halt immer outen müssen, wenn sie queer sind. Wenn ich merke, dass meistens Männer oder so, dass die andere Person vielleicht homophobe ist oder so, dann so, ja, ich der Frau, what you gonna do about it? Vor allem bei Männern, die dann versuchen, einen anzumachen, dann sage ich, hey, Kumpel, du bist echt cool, aber lass gut sein. Ja, keine Chance. Ja, oder das Beste ist dann, vielleicht ein Dreier? Boah, ne, diese Kommentare sind halt einfach krass. Eigentlich sind sie halt homofeindlich, aber auch irgendwie misogyn. Ich erkläre euch kurz warum. Weil, dass man so bei Lesben nicht anerkennt, dass sie nur auf Frauen stehen, ist halt so, ja, du hast einfach noch keinen richtigen Mann in der Kiste gehabt oder keinen Mann, der es dir richtig besorgt. Das ist so ein bisschen dieses, du musst auf alle Fälle auf Männer stehen, weil wenn du auf Frauen stehst, dann ist das nicht genug, weil eine Beziehung oder ein Sexualakt ist nur vollständig, wenn ein Mann dabei ist. Das ist halt kompletter Quatsch so, aber diese Kommentare implizieren natürlich, dass es halt nicht ausreicht, wenn zwei Frauen was miteinander haben und auch dieses nicht ernst nehmen. Also wir hatten das früher auch so, dass man eben das nicht ernst genommen hat, wenn man mit Frauen rumgeknutscht hat, auch wenn man in einer monogamen Hetero-Beziehung war, weil das nicht ernst genommen wurde. Ach,
Diese Voll. Sprüche habe ich so oft schon gehört. Kann ich anschauen, kann ich schauen. Oder du hattest doch bestimmt dann noch gar keinen richtigen Sex mit einem Mann. Ja, ja. Ja, genau. Und da, meine Antwort, es ist immer die gleiche. Also du stehst auch auf Frauen, weil du bis jetzt nur schlechtes Sex mit Männern gehabt hast. Oder wie läuft das bei dir? Weil dann sind sie, dann sind sie, dann sind sie, dann sind sie, ja, dann richtig perplex. Oder Leute? Ich lass das so stehen. Queers, wir haben eine Nachricht! Das hat sich jetzt auf alle Fälle verändert. In der letzten Staffel war es ja immer Lesbians, aber jetzt Queers. Weil natürlich sind da ja auch Leute dabei, die pansexuell sind oder bisexuell. Jetzt kriegen die Kandidatinnen eine kleine Nachricht von Hannah. Hi, ich bin Hannah. Oh Gott, oh mein Gott. Sie hat kurze Haare. Mann, ich! Ich bin 28 Jahre alt und ich komme aus Hannover. Ich liebe es, Motorrad zu fahren. Motorrad? Motorrad? Ja. Wir sehen uns. Bis gleich. Also ich finde, man hat jetzt ein bisschen wenig gesehen. Ja, das dachte ich mir auch. Ich bin auf jeden Fall gespannt, weil ich eigentlich schon auf den sehr femininen Typ stehe mit langen Haaren und sie halt kurze Haare hat. Aber es gibt auch Frauen, die sind ja feminin mit kurzen Haaren. Ne? Ich heiße Sabsho. Ich bin 28, komme aus Berlin und bin mittlerweile 4 Jahre Single. Ich war nur mit heterosexuellen Frauen in einer Beziehung. Also dazu möchte ich gern was sagen, weil prinzipiell ist es schwierig, mit heterosexuellen Frauen in Beziehung zu gehen, wenn du selber eine Frau bist, da sie ja heterosexuell sind. Wenn das bedeutet, dass sie vorher immer nur Männer hatten, dann bedeutet das nicht automatisch, dass sie heterosexuell sind, sondern dass sie einfach vorher mit Männern in Beziehung waren. Eventuell waren diese Frauen bisexuell oder pansexuell. Ich weiß nicht, vielleicht haben sie auch selber einmal sich als heterosexuell geoutet bzw. bezeichnet. Aber dann ist es doch ein bisschen, also da machen ja die Bezeichnungen gar keinen Sinn, wenn man dann mit einer Frau zusammen ist und heterosexuell ist. Das macht ja keinen Sinn so. Oder was, also das ist so ein bisschen, was will man damit aussagen? Ich weiß nicht, was das aussagen soll, außer ja, vorher waren die Frauen immer nur mit Männern zusammen. Und ich bin aber so krass, dass die Frauen davon abgewichen sind und auch mit einer Frau zusammengekommen sind. Also mit mir, weil mit anderen Frauen würden sie nicht zusammenkommen, weil sie sind ja heterosexuell und sind ja eigentlich nur mit Männern zusammen. Hat auch so ein bisschen, ich bin anders als andere Frauen-Vibes. Aber ne, manchmal sagt man auch Dinge einfach unüberlegt. Wir gucken mal weiter. Schick. Ja, danke. Wow. Ich glaube, meine Mutter würde sagen, die richtige Frau wurde noch nicht für mich gebacken. Da wird es zeitlich langsam eng, ne? Also. Ich bin DJ, ich bin 27, komme aus Frankfurt und bin Content Creator. Content Creatorin heißt, wo ist sie? TikTok? Instagram? TikTok bestimmt. Auch, dass sie dieses Ringlicht da aufstellen. Ich lieb's. Ich bin auch einfach da super happy, dass ich gerade für Frauen wie mich repräsentieren darf, die vielleicht etwas maskulin sind. Mein Name ist Jasmina Melja, ich bin 28 Jahre alt und lebe in Osnabrück. Die erinnert mich ein bisschen an Laura Marlina Seiler. Hi! Für alle, die neu hier sind, das ist normal auf meinem Kanal, dass zwischendurch einfach mal so zwei Flauschbälle mich besuchen. Ich bin schon sehr freigeistig und ich brauche auch viel Zeit für mich selbst. Ah ja, okay, ja, du hast recht. Stimmt, Milo wollte euch eigentlich nur sagen, dass ihr hier auch abonnieren könnt. Das wäre cool. Der Raum in einer Beziehung ist mir in dem Sinne wichtig, dass ich auch mal für 1-2 Tage mein Handy ausschalten kann, ohne dass ich irgendwie Stress habe mit meiner Partnerin und die das überhaupt nicht nachvollziehen kann. Das wird ein guter Mix, sage ich, Leute. Ich habe jetzt schon so ein gutes Gefühl beim Cast. Es ist wirklich wieder top. Tutto bene. Hi, mein Name ist Kim. Ich bin 25 Jahre alt. Meine Beziehungen waren bisher ausschließlich mit Männern. Was? Da muss das ja heißen, dass du heterosexuell bist. Das kommt einfach, weil ich mich sehr spät geoutet habe, als bisexuell geoutet. Diese ganzen Vorurteile, die außerhalb der Community und auch teilweise innerhalb der Community dagegen herrschen, die habe ich mir selber halt eingeredet. Das ist nur eine Phase, das geht vorbei. Und ich wollte mich, glaube ich, einfach ganz lange nicht damit auseinandersetzen, bis ich dann halt einfach irgendwann gesagt habe, okay, es kann nicht mehr so weitergehen. Du interessierst dich für Frauen, geh dem doch einfach nach. Und ich glaube tatsächlich, dass es das gar nicht mal so selten gibt. Also, dass man bisexuell ist,
oder pansexuell, dass es einem eigentlich egal ist, aber dass man natürlich heteronormativ aufgewachsen ist und so erzogen wurde und manchmal dann merkt, oh, also irgendwie finde ich die Frau doch ganz heiß oder also irgendwie habe ich einen kleinen Girl Crush. Das ist auch immer so ein Wort, Girl Crush. Is it a Girl Crush? Or are you queer? Das hat, glaube ich, mal Florence Given irgendwann gesagt. Boah, Alter, was für Outfits. Ich das Gefühl, überall, wo ich hingucke, ist ein Arsch. Es tut mir so leid. Ich hab's schon ein bisschen vermisst, Leute. Ich bin die Jessie, bin 26 Jahre alt. Hi. Ich bin eine sehr feminine Frau und ich werde sehr oft in eine falsche Schublade gesteckt. Das ist echt voll das Problem, ne? Ich bin sofort die Hetero-Frau und wenn man irgendwie mich anschaut, dann glaubt man nicht, dass ich auf Frauen stehe. Ich will allen femininen Frauen einfach den Mut geben, zu sagen, hey, steht zu euch, egal wie ihr ausschaut. Und auch wenn ihr feminin seid, könnt ihr auch lesbisch sein, warum auch nicht? Amen to that. Ich kann noch gar nicht glauben, dass ich tatsächlich jetzt gleich in die Villa reinkommen werde und die ganzen Frauen kennenlernen werde. Ich habe Bock, mich zu verlieben. Es geht los, Leute. War ein bisschen cringe, ich weiß. Boah, die ist richtig hübsch. So schön. Oh Gott, ist die hübsch. Boah, dieser Moment muss, glaube ich, aber trotzdem ein bisschen unangenehm sein, oder? Also stellt euch mal vor, also die Princess kommt da rein. Einmal aus der Sicht der Princess, da stehen so 19 Frauen und alle klatschen und schreien und jubeln und himmeln dich so an. Das ist ja, also es ist halt... Okay, Silvi, wow, wir wussten es alle schon vorher, es ist nicht auf Augenhöhe. Aber es ist so ein bisschen, also ich glaube schon, dass es ein bisschen awkward ist, wenn man da reinkommt und dann stehen da einfach so viele Menschen, die einen beklatschen und einmal rein, aber kennen einen ja gar nicht so und sehen einen zum ersten Mal. Das ist aber ja klar, man ist auch hyped, also ist auch verständlich, aber trotzdem ist es total awkward. Aber auch lustig, stellt euch vor, dann entwickelt sich da halt wirklich dann so eine feste Beziehung draußen so und dann guckt man so zurück, wie ist man zusammengekommen, wie war die Kennenlerngeschichte und dann so der erste Moment steht die andere Person dann so da, wow! Und man hat es halt so auf Band. Sorry, ich weiß nicht, ob man mir folgen kann. I guess, nein? Hi, ich bin Hanna. Hi, Hanna. Hi. Hi. Wie ist denn so die Reaktion? Wow, I'm fucked. Hatte auf jeden Fall schon mal Crush-Potenzial. Das ist so das, was ich direkt abchecken kann. Voll, das dachte ich bei Hanna auch. Ich freue mich total, euch kennenzulernen. Und ich hoffe, dass wir ganz viel Spaß miteinander haben werden. Hi, ich bin Maria. Hi. Ich freue mich riesig, dich kennenzulernen. Ja, kann man machen. Aua. Dein Outfit ist nett. Nett. Ganz nett. Dankeschön. Das wäre so ich beim Flirten auch. Also ich kann mich damit identifizieren. Ich wollte noch was sagen. Ja. Ich bin vom ADAC. Ja. Vom ADAC? Ja. Und ich weiß halt einfach auch, wie abschleppen geht, ne? Hab ich das? Ich nehm's zurück. Die mir direkt ins Auge gefallen ist, ist Jessica. Und die wäre jemand, den ich im Club auf jeden Fall ansprechen würde. Ja, hör mal. Was war so deine längste Beziehung? Nicht lachen, 8 Monate. Ist okay. Wie lange war deine längste Beziehung? 5 Jahre. Okay, das ist nochmal eine andere Hausnummer. Aber ich wünschte mir wirklich eine wirklich ernsthafte, wirklich. Aber ich bin auch so ein richtiger Beziehungsmensch. Ja. Und wie ist das bei dir mit Geschwistern? Hast du Geschwister? Ich habe keine richtigen Geschwister, also ich habe Stiefgeschwister. Mhm. Also ich mache jetzt nicht unbedingt so einen Unterschied. Ich finde es sehr wichtig, dass man auch familiär ist und ich will natürlich irgendwann auch eine Familie gründen. Und du möchtest Kinder haben? Ja. Ja? Eigene oder? Je nachdem, was der Partner halt sagt, aber klar würde ich gerne auch eigene haben. Wie alt bist du? 26. 26, okay. Du bist 28, hast du ja vorhin gesagt, ja. Das vibet, ich glaube, da geht noch was. Magst du vielleicht einfach ein neues Bierchen haben? Ich mache hier überall Bier auf und ich verteile hier überall Bier. Ja, das ist, glaube ich, nicht so schlimm. Oh, jetzt kommt bestimmt das Kirchengespräch. Was machst du beruflich? Ich bin Personalerin und ich arbeite tatsächlich für die katholische Kirche. Wie kommt es, dass du für die katholische Kirche arbeitest? Ja, ich bin da irgendwie so reingerutscht. Ich bin relativ religiös auch erzogen worden. Also bist du glücklich in der katholischen Kirche? Ich würde mir wünschen, dass sich einiges ändern würde. Ich würde auch gerne
heiraten, ohne dass es ein Problem gibt. Mhm. Ist das für dich ein Thema, Religion? Also ich gehe nicht in die Kirche. Ich auch nicht. Also aber, ich habe das auf der Arbeit genug. Aber es gibt auf jeden Fall irgendwas auf der Welt an Energie, was Menschen Hoffnung gibt, was Menschen hilft, weiterzukommen. Kommen wir jetzt zu einem anderen Gespräch mit Vivian. Sitzt euch selbst an. Deine Maschine, die da vorne steht, oder? Nee. Leider nicht. Leider nicht. Leider nicht. Also ich hätte gerne so eine Maschine. Was hast du für eine? Du hast bestimmt eine, oder? Ich habe eine Husqvarna, das ist so eine kleinere Maschine. Aber auch cool. Wie lange fährst du schon mit Motorrad? 3 Jahre ungefähr. 3 Jahre schon. Mhm. Ich finde, hier merkt man halt total krass den Unterschied zu den anderen Kandidatinnen, mit denen sie sich unterhalten hat. Ja, ich liebe Motorradfahren. Ich habe den Eindruck, Hannah ist da nicht so schwer zu lesen, weil sie fragt halt auch gar nicht nach bei ihr. Ne? Also sie interessiert sich einfach, glaube ich, nicht für sie. Hast du dafür dann gespart quasi für deine Maschine? Ja, oder? Ja, klar. Ja. Ich finde, das ist das perfekte Anschauungsbeispiel für eine Situation, in der man nicht weiß, was man mit der anderen Person bereden soll, weil man sich einfach oder weil eine Person sich zumindest nicht für die andere Person interessiert und es einfach nicht vibet. Auch sehr schnell. Ah, also bist du so eine schnelle Fahrerin, eher so eine kleine Raserin. Ja. Ich muss sagen, mir tut Vivian noch so ein bisschen leid, weil sie versucht so das Gespräch anzukurbeln, aber das Gespräch hat mir auch auf jeden Fall ein cooles Gefühl gegeben. Gut, bei mir. Können wir gerne zurück. Das läuft nicht und deswegen muss Vivi auch gehen. Es tut mir total leid. Ich weiß, dass es blöd ist, als Erste zu gehen. Aber ich hoffe, dass du deine Liebe finden wirst. Alles gut. Ich wünsche dir alles Gute. Ich glaube, du wirst. Ich mach's kurz und knackig. Wir starten nämlich direkt in Folge 2. Weil da geht's jetzt richtig ab. Er möchte noch Kaffee trinken. Oh, hat jemand Gesichtssonnencreme? Ich flex mir schon wieder die Ohren weg, ey. Ja, wir starten mit einem kleinen Gespräch. Okay, ich habe irgendwie jetzt so meine Community gefunden. Ja, aber dann bin ich nicht nur eine Lesbe, sondern ich bin ja eine bestimmte Art von Lesbe. Ja, es gibt Arten. Es gibt Arten? Arten von Lesben. Ich denke mir so, Bruder, bin ich ein Hund? Also, Label sind super, um Menschen was zu erklären, um es einfacher zu erklären. Es ist kein Muss. Du hast die Femininen, da hast du die Maskulinen, die Femmes, die Stems, die Studs. Was? Ja. Du hast die Lipstick-Lesbians, du hast die Chapstick-Lesbians, du hast die und die und die und Trullala und bla und ich identifiziere mich als Kampfjet. Und am Anfang fand ich das Gespräch eigentlich total gut, so dieses, okay, man hat diese unterschiedlichen Bezeichnungen wie hier die Femmes, die Stems und bla und was halt alles gibt, ne? Und da geht es ja auch, finde ich, viel um, ja, wie drücke ich mich aus mit meiner Kleidung und mit meinem Aussehen. Ist man da irgendwie so auch so ein bisschen festgefahren? Das hilft sich natürlich zu orientieren dann, aber was halt hier nicht geht, ist so dieses, ich identifiziere mich als Kampfjet, finde ich. Also ich glaube nicht, dass Jay das böse gemeint hat, aber es schlägt halt in diese Grube, die halt rechte Lager immer benutzen, um Transmenschen anzufeinden und zu degradieren. Im Sinne von, ich weiß nicht, ob ihr den Ausdruck kennt, ich identifiziere mich als Helikopter, gibt es ganz oft irgendwie so transfeindliche Aussagen, wenn Leute eben sagen, sie sind eine Transfrau oder ein Transmann oder nicht binär. Und das ist echt schwierig, weil es den Leuten eben abspricht, das zu sein, was sie sind. Und das ist halt super schade, dass es innerhalb der Community da halt auch solche Äußerungen gibt. Ich glaube halt aber auch, dass es ganz oft nicht bewusst passiert und dass es eben nicht böse gemeint ist, nur ich möchte es trotzdem hier sagen. Aber keine Ahnung. Die Leute labeln sich und labeln sich und labeln sich und labeln sich, anstatt einfach zu sein. Der Unterschied zwischen hier trans sein und sich ein Label zu geben, ist ja was komplett anderes. Weil das eine bestimmt ja mein Geschlecht, mein Gender. Und das andere ist ja einfach nur, in welche Kategorie ordne ich mich ein. Das sind ja schon unterschiedliche Sachen. Also es macht halt einfach einen super Druck. Das ist wie bei Models so, du sollst diese Maße haben und da passt du am besten rein. Amen. Ich kann mir aber auch voll vorstellen, dass Jay das nicht so gemeint hat und dass jetzt
eben gesagt wurde und darüber nicht so nachgedacht wurde, weil die andere Seite, also dieses, dass man sich in eine Kategorie einordnet, das verstehe ich halt schon, dass das Druck aufbaut, weil das tut's auf alle Fälle. Amen. Das allererste Gruppendate läutet unsere gemeinsame Reise bei Princess Charming ein. Date, yay. Ich freue mich sehr darauf. Bringt neben euren Sportklamotten Teamgeist, gute Kommunikation und Entschlossenheit mit. Subjo, Laura, Tai, Paula und Jördis, seid ihr dabei? Die Mädels, die mit mir kommen, alle ja, ganz, ganz tolle Frauen sind und auch alle sehr sportliche Frauen. Ich glaube, das wird ein Kopf an Kopf rennen. Nimm es auf. Ich liebe es einfach, wie respektvoll alle innerhalb der Gruppe miteinander umgehen. That's what I love about Princess Charming. Das Motto? Natürlich Action, 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 Action. Für mein allererstes Gruppendate überlegt, dass wir heute Fußball spielen werden. Und ich denke, das ist ein gutes erstes Date, um einfach mal locker zu werden. Natürlich großartig aus. Sie hatte sofort so ein Flashback zu Kick It Like Beckham irgendwie. Oh mein Gott, ja! Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Auf jeden Fall. Also ehrlich gesagt bin ich jetzt nicht so ein großer Fußballfan. Also ich habe auch ein bisschen Angst, mich zu blamieren. Ich bin ganz schlecht in Ballsportarten. Ich finde das überhaupt nicht schlimm. Da soll sie sich gar nicht verunsichern lassen. Paula, die hat was auf dem Kasten, was Fußball betrifft. Und auch ganz schön viel Ausdauer. Ich merke bei Tai, dass sie auch sehr viel Interesse hat, dass sie gerne mit mir redet, dass sie gerne meine Aufmerksamkeit sucht. Wie viel Körperkontakt darf man haben? Du darfst zurück in die Villa. Ich habe damals zu meiner Ex-Freundin gesagt, ich finde das so schade, dass unsere Schamlippen sich nicht so bewegen können wie unsere richtigen Lippen. Ey, ich dachte ganz kurz, was für ein Paralleluniversum ist die unterwegs, ganz ehrlich? Stellt mal vor, für eine Kontrolle, Alter. Wow, stellt okay. Euch das mal vor. Death Grip einfach. Ja, stellt euch das mal vor. Man würde so krass miteinander rumlecken können unten rum. Connect. Boah, das ist ja doch heftig, oder nicht? Ich fühle mich gerade wie auf einem Trip. Ja. Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es nicht. Bei dir so, hast du so einen Typ Frau? Oder gibt's nee, eigentlich ist es bei mir sehr gemischt in den letzten Jahren gewesen. So einen richtigen Typen habe ich eigentlich nicht. Bist du so richtig ready für die Liebe? Oder? Nee, ich mache nur wegen des Fames hier jetzt mit. Was ist so dein Grund, warum du Princess bist? Ich bin generell so ein richtiger Beziehungsmensch. Ja, ja, okay. Ich bin da eigentlich immer offen für alles. Mhm, okay. Und da eigentlich auch sehr entspannt und lass es einfach auf mich zukommen. Ja, schön. Ist das bei dir so? Also ich habe voll Bock, so Liebe zu geben auch. So. Also ich merke, das merkt man bei dir auch. Ja. Du bist so ein totaler Wohlfühlmensch. Du bringst es, glaube ich. Das ist ja ein schönes Kompliment. Ist echt, vielen Dank. Echt nice. No, aber das fühle ich auch. Vielleicht müssen wir mal zusammen ein paar Runden drehen, damit die Ausdauer wieder ein bisschen besser wird. Um den Pool laufen. Ja, du hast echt gut gespielt. Na komm. Doch. Ernsthaft. Du hast wirklich gut gespielt. Dankeschön, aber du auch. Okay. Nein, du hast gut gespielt. Nein, du hast gut gespielt. Nein, du hast gut gespielt. Cute. Wann hattest du deine letzte Beziehung? Ist jetzt ein Jahr her. Mhm. Wie lange wart ihr zusammen? 1,5 Jahre. War das so deine längste Beziehung oder? Ich hatte mal eine Beziehung mit einem Mann, die war etwas länger. Mhm. Wie bist du dann darauf gekommen, irgendwie, dass du eine Beziehung mit einer Frau eingehst? Ist das einfach so passiert? Oder? Ist tatsächlich einfach so passiert. Mhm. Und danach war es aber auch klar, so dass es auch nur Frauen sind. Auch wenn die Erkenntnis quasi recht spät kam, bin ich mega dankbar. Es ist so ein ich denke mal, auch Sexualität ist halt auch was Fluides. Das heißt, das kann sich meiner Meinung nach auch noch ein bisschen verändern im Leben. Also bei manchen natürlich nicht, aber ich stelle mir das immer wie so ein Spektrum vor und da ist man irgendwo und je nachdem, wie mittig man ist, ja, desto fluider ist das auch. Also, ne, weil man sich ja dann quasi mehr in der Mitte bewegt. Deswegen ist alles okay. Und ich würde mich jetzt auf jeden Fall von euch verabschieden und ich würde eine mitnehmen zum Einzeldate.
Und zwar Laura, wenn du Lust hast. Sehr gerne, ja. Ja? Ach, Laura, darüber freut sich nicht jede. Ich bin ehrlich gesagt enttäuscht, weil ich sehr reserviert war. Sie hatte halt gar keine Möglichkeit gehabt, mich überhaupt kennenzulernen. Schauen wir mal, wie das Date läuft. Hi. Hi. Na? Hallo. Wie sieht's aus? Danke. Danke. Ich finde es mega cute, dass Laura da so gechillt und natürlich hingekommen ist. Mit dem Tutorum. Ich lieb's komplett einfach, weil sie halt so gekommen ist, wie sie ist, ne? Und eigentlich soll man das ja auch beim Date. Ja, da war ich schon mal überwältigt von der Kulisse erstmal und habe mich dann irgendwie auch ein bisschen leicht underdressed gefühlt, weil sie sah halt gut aus und ein schönes Outfit. Natürlich hat es auch was, sich so aufzubrezeln, aber irgendwie finde ich das mega sympathisch und ich kann mir vorstellen, Hannah auch. Wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. Ich war jetzt euch richtig aufgeregt, muss ich sagen. Ich hätte auch nicht damit gerechnet jetzt. Aber hat mich mega gefreut auf jeden Fall, dass wir jetzt auch mal ein bisschen Zeit haben, miteinander zu quatschen, weil haben wir bisher noch nicht so. Wenn ich zu schnell rede oder irgendwas, bitte stoppe mich. Das ist nein, entspann dich. Alles gut. Weil ich aufgeregt bin immer ein bisschen. Ich finde es halt total süß, dass sie aufgeregt war. Ich war auch aufgeregt und das gehört natürlich dazu zu so einem Date. Das ist halt normal, also das ist menschlich. Ich finde auch, dass immer mega cute, wenn man da einfach offen drüber spricht, wenn man aufgeregt ist, weil es dann den Druck so ein bisschen rausnimmt, ne? Also auch beim Date oder so, wenn man aufgeregt ist, dann einfach sagen. Das macht's halt echt. Wie kommt es, dass du hierher gekommen bist, also dass du Lust hattest auf Princess Charming generell? Ja, mich hat damals eine Freundin angemeldet, weil sie dachte so, Laura, du bist immer noch Single, das kann nicht jetzt sein. Wie lange bist du denn schon Single? Ja, seit 22 Jahren, ich hatte noch nie eine Beziehung. Das war auch, wo ich boah, das ist echt eine lange Zeit. Ja, ich wollte das auch mal ansprechen, weil ich weiß ja nicht, ob es für dich ein komplettes No-Go ist. Und es ist für mich auch wichtig, dass ich das, glaube ich, jetzt irgendwie so anspreche, weil da auch so ein Druck irgendwie in mir drin. Ja, Laura ist super sympathisch, super charmant. Sie verpackt das total natürlich und süß. Also, großer Fan. Nee, aber es ist kein No-Go für mich. Ja, okay, ja, bin ich mal beruhigt. Ich meine, das ist egal, ob man da Erfahrung hat oder nicht. Es kommt ja eher auf die Gefühle an und auf das, wie man sich da fühlt. Und okay, glaubst du denn, cool, du hast so einen Typ Frau? Oder kannst du das gar nicht sagen, weil du noch keine Beziehung hattest? Ja, ich habe eigentlich keinen hundertprozentigen Typ Frau. Also auf jeden Fall, also feminine Frau und das ist auf jeden Fall. Du bist eine feminine, richtig attraktive Frau. Und Dankeschön. Christina, eine Haare. Du auch. Dankeschön. Also das Flirten hat Laura richtig drauf, ne? Hast du denn irgendwelche Hobbys, die du gerne machst? Also, ja, Sport. Ich koche auch sehr gerne. Ernährung ist mir auch also relativ wichtig. Ich koche auch sehr gerne. Ja, mega nice, cool. Können wir zusammen kochen. Was kochst du denn so? Ach, alles, also unterschiedlich eigentlich. Ich habe auch so einen Food-Koffer hier mitgebracht. Ein Food-Koffer? Du hast einen Koffer mitgebracht mit Essen. Ja. Ich liebe so Eigenschaften an Menschen, die sie so besonders machen oder wo man so denkt, hä? Ich liebe sowas. Das ist komplett cool. Sie hat einen Food-Koffer dabei. Love it. Weil es kann einfach nur sein, dass gerade das, was ich jetzt irgendwie Bock habe, irgendwie nicht da ist. Und ich, so zum Beispiel Haferflocken, Proteinriegel, ich habe so Reiswaffeln. Da habe ich mir was mitgenommen. Ich fühle sie. Wieso habe ich keinen Food-Koffer? Das ist voll die gute Idee, sich einen Food-Koffer mitzunehmen. So einen kleinen. Einfach so einen kleinen. Ich möchte den sehen. Laura, können wir bitte deinen Food-Koffer sehen? Kannst du den irgendwo zeigen? Hat sie den irgendwo gezeigt und ich habe es nicht mitbekommen? Ich möchte diesen Food-Koffer sehen. Ja, so ein bisschen so Schmetterlinge sind schon da. Süß! Ich hätte nicht gedacht, dass es so gut läuft, wie es gelaufen ist. Und dass wir so viele Gemeinsamkeiten haben. Ich weiß nicht so richtig, ob das so Friendship-Vibes sind, aber ich finde die zwei cute zusammen. Also, wir werden sehen, wie es sich entwickelt. Wir sehen uns morgen. Ja, also ich hatte so ein Date noch nie zuvor in meinem Leben. Dann komm noch nach Hause. Das ist ein richtig schönes Date gewesen, ja. Und natürlich wollen alle in der Villa dann eines wissen. Haben sie sich geküsst? Nein. Wir waren nur am Tisch, haben uns unterhalten. Dann wird er morgen fallen. Und das finde ich jetzt wieder super spannend bezüglich Reality-TV. Der close Schnitt auf Laura, da würde man ja so denken, boah, sie ist voll irritiert von dem,
was die andere gerade gesagt hat. Sorry, ich habe die Namen noch nicht drauf. Aber in der anderen Einstellung, wo alle reagieren, sieht man, dass sie halt auch so mit Ho reagiert. Und so entstehen Emotionen, die eigentlich gar nicht die echten waren. Ich habe das Gefühl, ja, dass langsam auch das Sex-Level in der Villa steigt. Der Druck steigt. Ja. Also Lust bei den Mädels. Ja, ja. Sex ist einfach geil. Ja, ich möchte da jetzt auch nicht dagegen widersprechen, Leute. Ich bin echt erschrocken darüber, wie wenig Frauen heutzutage tatsächlich einen Orgasmus haben. Es gibt ja so unterschiedliche Studien. Und es ist einfach, wir sind wirklich, also, Orgasmus benachteiligt. Es gibt einen Orgasm-Gap bei Frauen. Just saying. Habt ihr manchmal eine Sex-Fantasie mit einem Mann? Es pufft manchmal irgendwas auf, aber das ist schnell weg. Meine Fantasie ist dann, wenn ich der Typ wäre. Hier folgt jetzt eine Triggerwarnung für Homophobie, weil die Kandidatinnen auf alle Fälle jetzt von einigen Erfahrungen berichten. Hatte einer von euch schon mal mit Homophobie zu tun? Letztes Jahr. Letztes Jahr? Arbeitskollege. Der so, ja, richtig eklig, was soll die Scheiße, man muss mit Frauen so eine hübsche wie du, ich geb dir eine. So siehst du sogar Alter, gar nicht kommen. Alter, was geht? Ey, ich war blass, so ist das jetzt dein Ernst, was interessiert dich, mit wem ich schlafe? Der geilste Spruch ist, du wurdest einfach noch nie so richtig geil von einem Mann gefickt. Boah, ey. Gerade so Frauen wie wir, die halt äußerlich so diesen Stereotyp Lesbe widerspiegeln, uns gegenüber ist es halt teilweise echt krass, was da so passiert, ja. Das erste Mal wurde ich rausgeworfen mit 9 aus einer öffentlichen Toilette. Oh, das ist das Schlimmste, ja, heute noch. Deswegen habe ich auch so eine Bundeswehrblase. Ich musste mir das antrainieren, über lange Zeiten an einem Tag nicht aufs Klo zu gehen, wenn wir irgendwie in einem Themenpark mit dem Tennis waren oder so. Einfach, damit ich mir die Blöße nicht geben muss. Das ist wirklich übelst krass. Ja, und das ist halt das Toilettending. Aber als Kind schon erlebt. Ja, für mich ist es so mit das schönste Gefühl, mich Menschen anvertrauen zu können und da einfach das Gefühl von Sicherheit dabei zu bekommen. Ja. Aber ich hatte auch mal ein krasses Erlebnis. Da war ich noch ein bisschen jünger. Und wir waren damals, war ich mit meinen Mädels, waren wir im Karaoke-Club und stand quasi mit dem Rücken zum Publikum. Und dann kam aber jemand von hinten, das war ein Mann, und hat mir vom ganzen Club die Hose runtergezogen. Was? Ja, das war krass. Und ich stand halt nur noch in Boxershort da. Was? Und das war echt krass. Und dann bin ich zu ihm hingegangen, habe ihn darauf angesprochen. Anzeige! Und das Erste, was er gemacht hat, ist ausgeholt, hat mir mit der Faust ins Gesicht gefallen. Ich bin einfach umgefallen, wie ein Baum. Oh, lag ich da, Gott. Und ich sehe nur noch, wie der Fuß ins Gesicht kommt. Und dann war was? Das war krass. Boah, ich kenn's nicht, wie das gerade rauskommt. Ja. Das war echt krass. Oh, boah, das ist so heftig und... Also die meisten Länder dieser Welt sind einfach super krass, auch rechtlich gesehen, noch homophob eingestellt. In vielen Ländern ist Homosexualität verboten. So. Und auch in Ländern, wo man das vielleicht nicht erwarten würde, wenn man in seiner Bubble lebt, ist es einfach immer noch an der Tagesordnung, dass Diskriminierungserfahrungen stattfinden. Das, was gestern, wenn ihr das seht, vorgestern in Oslo passiert ist, ist halt einfach nur so... Krass, ich kann halt auch einfach nicht nachvollziehen und ich glaube, wir alle nicht, die jetzt das Video hier gucken, wie man aufgrund von seiner Liebe diskriminiert wird. Weil man tut ja niemand anderen dabei weh. So. Und deswegen ist es so wichtig, dass es solche Formate gibt und so viel Repräsentanz dafür. Das ist unfassbar wichtig. Also das löst in mir als allererstes wirklich abgrundtiefe Abscheu und auch Wut. Und da muss ich auch... Ich finde es wirklich... Entschuldigung, ich brauche einen Moment. Dass man auch immer so Beispiele braucht, die eigentlich Leute wieder zurückversetzen in so traumatische Situationen. Damit andere das verstehen, ne? Das ist so... Ja. Ich finde es absolut schlimm, grundsätzlich in der Welt zu sehen, wie manche Menschen mit anderen Menschen umgehen, aufgrund ihrer sexuellen Orientierung. Das war das erste, aber auch das letzte Mal in der körperlichen Gewalt.
Das ist auch meine Message da draußen. Darüber sprechen, sich jemanden auch anvertrauen und dann aber auch dagegen vorgehen. Und ich würde auf jeden Fall auch Anzeige erstatten, so wie ich es auch gemacht habe. Ist total wichtig, weil wir müssen da draußen ein Zeichen setzen. Enough is enough. She right, she right. Ich bin froh, dass sie es überlebt hat. Ich bin so stolz auf euch. Ja. Dass ihr so krass da drüber gegangen seid. Das Beste, was man machen kann, aktuell, ist einfach lauter zu sein und zu sagen, wir sind hier, uns gab's schon immer und jetzt mach dir mal die Augen auf und guck ganz genau hin, weil das ist halt Sache, so der Planet ist bunt. Wir sind richtig, wie wir sind und es ist gut so. Ja. Und jetzt kommen wir wieder zur Princess, die kommt nämlich in die Villa und oh mein Gott, Leute. Wow, oh mein Gott, sie sieht gut aus. Alter, dieses Outfit. Charlotte, wie war das mit dir, mit deinen Beziehungen? Was war so deine längste Beziehung? 5 Jahre und war auch mit Verlobung im Spiel. Kannst du dir vorstellen? Wow. Ja, aber ich habe trotzdem immer so den Drang, noch ins Ausland zu gehen. Und das war dann einfach so der Genickbruch, würde ich sagen. Kannst du dir vorstellen, im Ausland zu leben? Ja, definitiv. Ich würde auch gerne ins Ausland. Ah, mega. Und wohin würdest du gern? Boah, das weiß ich gar nicht. In den Süden eher wahrscheinlich, erstmal oder? Erstmal viel reisen am liebsten. Ja, ja. Erstmal so diesen Ort finden, wo man sich zu Hause fühlt. Genau. Das mache. Meintest auch, du bist verlobt gewesen. Das ist ja schon so ein richtig krasser Schritt eigentlich. Ja. Wie bist du dann dazu gekommen, zu Princess Charming zu kommen? Also ich muss sagen, die Beziehung ist tatsächlich gar nicht meine letzte. Ich war schon, ich bin so, was bist du ein Beziehungsmensch? Ja, total. Ich auch. Ich hatte wenig Gaps dazwischen, also wenig Lücken. Das ist bei mir auch so. Nee, aber es fühlt sich nicht falsch oder schlecht an. Es fühlt sich nicht falsch an, aber das Problem ist, man arbeitet teilweise nicht an dem, was alles da passiert ist. Das ist das Problem. Stimmt. Ich glaube mittlerweile, dass das voll typabhängig ist. Also manche können einfach nicht so lange ohne Beziehung und hüpfen dann wieder in die nächste. Andere brauchen einfach sehr lange, um Dinge zu verarbeiten und wollen dann erstmal keinen so an sich ranlassen vielleicht. Ich bin der Typ 2 auf alle Fälle. Aber es ist, glaube ich, einfach unterschiedlich. Ich habe früher auch immer so ein bisschen geurteilt über Leute, die so schnell wieder in neuen Beziehungen waren. Aber ich kann mir auch vorstellen, in Beziehungen wächst man ja auch immer. Und man verarbeitet es halt mit der nächsten Beziehung irgendwie. Manchmal ist es halt einfach schwer, weil dann kommt da eine tolle Frau und dann sage ich ja nicht, warte mal bitte noch ein halbes Jahr, bis ich hier Selbstreflexion betrieben habe und irgendwie. Ja, das ist natürlich eine Luxussituation, wenn alle Schlange stehen. Hi, Lena. Ich glaube, Jessica wollte mit mir sprechen. Ach so. Ich kann gerne danach noch mal mit dir sprechen. Ja, alles ist alles ein bisschen viel, auch für dich wahrscheinlich heute. Diese ganze Ablösegeschichte, aber du schlägst dich bisher gut. Dankeschön. Wir können gleich gerne reden. Ja, ich freue mich. Ich glaube, ich würde so denken, ja gut, dann halt nicht. Aber das ist ja auch das Format, ne? Willst du noch mal rausgehen? Ja, ich glaube, aber Eileen war so vorher noch nein, mal alles drin, oder? Mist. Alles gut, nein, Jessie, alles gut. Mach danach. Ja. Danach? Ist okay. Ja, wir gesprochen haben danach. Ja. Nein. Sie will doch jetzt mit Jessie reden, Leute. It's obvious. Hannah steht auf Jessie. Bisschen zu nett zueinander. Das ist für mich so unnatürlich. Reihenfolge, Reihenfolge. Was für eine fucking Reihenfolge, Alter. Für was haben wir eine Reihenfolge? Und wo musste ich mich anmelden? Habe ich das irgendwie verpasst? Jeder wollte es irgendwem recht machen, aber es war halt gefühlt nicht das Beste für alle. Also da muss ich sagen, sehe ich es so wie sie, weil es ist so, die Reihenfolge ist so ein bisschen Quatsch bei so einem Format. Weil das ist nicht natürlich. Ich wollte ein Thema nochmal anknüpfen, weil ich habe vorhin gar nicht so viel gesagt wegen dem Auswandern und so. Ich muss sagen, ich habe tatsächlich noch nicht so viel Erfahrung mit so Ausland. Deswegen kann ich jetzt Auswandern noch gar nicht so, ja, irgendwie einschätzen. Mhm. Ich würde gerne schon noch viel sehen und so. Aber wie gesagt, ich bin schon offen. Ich würde das schon gerne mal machen. Also ich würde es auch gerne mit jemandem zusammen machen. Währenddessen gibt es weitere Überlegungen. Alle sind fixiert darauf, einen Menschen kennenzulernen und sich irgendwie übel gefallen zu schinden. Aber deswegen, das ist eins, fühlt sich für mich jetzt gerade an. Ich habe gesagt, den ganzen Tag sind wir frei. Und sobald sie reinkommt, tragen alle eine Maske. Ist okay, wenn ich komme? Bitte, ja klar. Was ist denn? Das ganze Ding, das ist die reinste Maskerade, Alter. Jeder trägt eine Maske, ist gar nicht natürlich. Findest du? Ultra. Natürlich ist, dass alle wollen, dass Hannah sie mag oder dass sie gefallen, weil sie ja dafür da sind. Also das ist ja das Format, dass man die Princess überzeugt von sich und das
dass Liebe entsteht. Ich verstehe auch so ein bisschen Jays Gedankengang, dass das so gekünstelt ist, weil man sich ja noch gar nicht kennt. Aber ja, das geht auch so ein bisschen, ne, das ist halt dieses Liebe in Wettbewerb stellen, ist natürlich ein Grundsatz, über den man auf alle Fälle diskutieren kann, den man kritisieren kann. Das ist ja bei diesen Dating-Shows immer so. Ich sage ja immer, ich fände es total geil, wenn es Love Island eigentlich als queeres Format gäbe, weil das sinnvoller irgendwie wäre, anstatt eine Person da zu glorifizieren. Aber das ist die Idee des Formats, dieser Person gefallen zu wollen und ansonsten zu gehen. Was ist denn das mit, was für eine Warteliste? Naja, aber es ist doch klar, dass alle mal irgendwie mit ihr sprechen wollen, so, oder? Also wie hast du dir das vorgestellt? Naja, so natürlich, wie wir eigentlich sind. Und hier ist es einfach nur jeder so, oh mein Gott, ich will mit ihr reden, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Cheers. Aber ich finde, man kann auch jetzt keinen Vorwurf machen, nur weil sie mit ihr sprechen wollen. So. Da, und es geht auch nicht um das eigentliche Sprechen wollen, sondern einfach nur das Wie. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie so ein bisschen hochsensibel ist, was das betrifft. So, wenn das dann zu viel wird. Ich meine, man muss auch überlegen, es sind Kameras, es sind so viele Menschen, man ist fast nie alleine und so. Das ist einfach eine Ausnahmesituation. Und dann geht es um Liebe. Das ist viel, würde ich behaupten. Ich finde es halt krass respektvoll. Ja, aber wie ich finde, einfach auf eine maskierte Art und Weise, das sind wir nicht. Ich finde das einfach eine natürliche Sache und für mich hat das nichts mit Maskerade zu tun, ehrlich gesagt. Naja, also natürlich ist das Ganze nicht. Da muss ich jetzt auch sagen, nee, natürlich wäre was anderes. Natürlich wäre, wenn man nicht in eine Dating-Show geht. Aber darum geht es ja da jetzt gar nicht. Und ich glaube, bis mal so ein paar weniger Leute da sind und man sich dann wirklich kennenlernt, ist es halt einfach so ein bisschen gekünstelt, weil einfach diese ganze Situation ja künstlich hergestellt ist. Aber das ist ja nicht schlimm in dem Sinne. Also ne, das ist halt das Format, auf das man sich einlässt. Kommen wir nun zur Entscheidung. Ich habe leider nicht das Gefühl, dass sich was zwischen uns entwickeln könnte. Und deswegen muss ich dir leider die Kette abnehmen. Es tut mir leid. Die romantische Eileen muss gehen. Ich habe die auch nie so richtig viben gesehen. Voll schade, Eileen war eine sympathische Frau. Wir verabschieden. Alles klar. Ich muss dir leider die Kette abnehmen. Aber ich wünsche noch ganz, ganz, ganz viel Glück in der Liebe. Ja, vielen Dank. Hannah hat ja gemeint, sie hat keinen Typ. Vielleicht meinte sie optisch. Aber ich finde so vom ersten Eindruck her, so charakterlich oder wie Leute wirken, hat sie schon ein bisschen Typ. Zumindest, was sie nicht will. Weil die jetzt rausgeflogen sind, alle, die drei, sind sich schon so von der Ausstrahlung her, finde ich, schon ähnlich. Kommen wir zu Jay. Du bist leider nicht auf mich zugekommen. Und wir haben leider auch irgendwie nicht sprechen können bis jetzt. Und ich hoffe, dass wir das aber tun können. Und würde mich freuen, wenn du die Kette behältst. Ich muss ehrlich sein. Ich fühle mich überhaupt nicht wohl. Und fühle das gar nicht. Deswegen bei allem Respekt. Ich muss dir leider die Kette zurückgeben. Aber ich würde mich super gern von dir verabschieden. Ja, gerne. Ja, da war Jay auf alle Fälle ehrlich. Und ich glaube, das ist auch gut so, wenn man das ist. Und sonst verrennt man sich da ja. Und von daher wünsche ich Jay auch natürlich alles Gute. Nächste Woche geht's schon weiter, Leute, mit Folge 3. Das macht eine perfekte Mischung, die ich sehr attraktiv finde. Und es wird wild. Du riechst heute wieder sehr gut. Habt ihr geknuscht? Oh Gott, ich bin mittendrin im Drama. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich sehr über Support. Und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Bis dahin, Leute, wünsche ich euch ein paar fantastische Tage. Tschüss, Leute.